Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor das eigentliche Video anfängt, haben wir wieder eine kleine Kooperation mit Lootboy. Footbörse ist immer noch am Start und Lootboy hat es sich nicht lumpen lassen. Es gibt wieder eine Foot-Foot-Foot-Aktion, ihr kennt das schon wahrscheinlich von der Vergangenheit. Je 10er-Bundel, ob mit Diamanten oder mit Ashgeld, kriegt ihr garantierte FIFA-Points bis zu 12.000 an der Zahl. Ihr könnt Lootboy auf Android, auf iOS oder auch am PC nutzen, ja, Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, schnack mir nicht so lange, ich habe glaube ich nicht genug Diamanten, das heißt, ich werde mir jetzt 10 mit Echtgeld holen. So Freunde, dann würde ich sagen, machen wir das erste Pack mal auf, mal schauen, ob ihr Lootboy direkt gönnt. Dark End, okay. Nächstes Pack wird aufgemacht. Haben wir ein paar Zomo Apokalypse, passt ja zur jetzigen Zeit, Kappa. Und das letzte Pack machen wir auf. Im letzten Pack haben wir nochmal 500 FIFA Points bekommen. Lucky, lucky me. Und wir haben noch das garantierte Pack. Hier ist schon mal der Code, ihr wisst, ja, der schnellere mal zuerst. Hier ist der Code für euch. 500 FIFA Points haben wir schon mal bekommen. Und dann haben wir noch das garantierte Pack. Wir werden zumindest 500 hier bekommen. Vielleicht wird es mehr, wir schauen rein. Garantiertes Pack. Nicht schlecht. 1600. Das ist, glaube ich, auch 15, 16 Euro wert, soweit ich weiß. Also insgesamt eigentlich wieder, ja, FIFA Points sind wert von 20 Euro. Hat sich hier wieder gelohnt. Hier ist der Code, Jungs, gönnt euch. Ja, ihr wisst, ich bin eh Road to Chloe. Ihr könnt den Code haben. Löst ihn ein, Jungs. Viel Spaß mit den 20 Euro oder 2100 FIFA Points. Und dieses Wochenende hat Lootboy auch noch eine kleine Sonderaktion. Ihr könnt auch einen Special Pack aufmachen, wo ihr zum Beispiel den Switch gewinnen könnt. Ihr wisst, in letzter Zeit, Mario Kart Hype ist schwierig zu bekommen. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr auch an dieser Aktion teilnehmen. Mit dem Code FOOT04-KC kriegt ihr nochmal 5 Diamanten und 2000 Coins extra dazu. Link zur App findet ihr unten in der Videobeschreibung, ganz oben. Und dann würde ich sagen, viel Glück euch. Ja, und dann noch viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Euer KC. Bis zum nächsten Mal. Wer gezogen wird, wird eh eingebaut. Also 27 Stück habe ich geschafft. Mehr leider nicht. Ich habe kurz vorher angefangen, habe ich gemerkt, scheiße, ich schaffe nicht mehr, weil die Zeit lief dann ab. Cool. Dann würde ich sagen, boah, wait a minute, man. Cut. Wir fangen hier, machen hier weiter. Okay, besser. Inform besser. Was ist denn mit den Picks passiert? Okay, besser. Der erste Walkout. Nach 15 Picks der erste Walkout, Mann. Okay, die werden besser. Icardi. Boah, das tut schon weh. Sag ich so, wie es ist. Okay, Loris. Der Loris. Stark. Stark, nehmen wir mit. Ah, die sind besser. Die werden besser. Wenigstens 85er und so. Es gab zwei Walkouts bis jetzt nur, ne? Ich meine, wir ziehen jetzt wenigstens ein paar 85er, ist gut, aber ich meine, damit können wir Reus, denke ich, zumindest machen. Das ist auch sehr wichtig, auch sehr wichtig. Boah, fett Minus gemacht, Chat, sagst du, es ist fett Minus gemacht, Digga. Das ist echt fett Minus gemacht. 1, 2, 3 Walkouts aus 27 Picks, Digga, willst du mich verarschen? Wegen Nostalgie, Digga, wenn man auch immer mal eine Clubtour macht oder so. Was soll ich die abgeben, damit ich 5k spare oder 3k? What the fuck? Ich gebe mir nur die High-Rated, gebe ich ab. Oh, Walkout! Ah, egal, Walkout ist gut. Egal, nehme ich mit. Ja, MVP! Oh, was ein Troll! Gib doch MVP, Mann! Oh mein Gott, das wäre sogar tauschbar gewesen. Das wäre tauschbar gewesen, das Pack, glaube ich. Oh mein Gott! Guck mal, es wäre tauschbar gewesen. Ich wusste, das Pack war tauschbar, Mann. Den Hunter behalte ich, den fand ich cool. Aber den Giroud fand ich jetzt echt nicht so geil. 90 Rating, kann weg. Sonst ist echt nur Müll eigentlich. Alles untrade außer die beiden. Sind, ja, 35.000 oder so. Okay, easy dann. Let's go. Marco fucking Reus. Incoming. In Real Life eigentlich mein Lieblingsspieler. Ja. Marco Reus, man. Die Maschine. Sieht krass aus. Sieht krass aus. Bin gespannt, Jungs. Oh, das erste Mal mit Alphonso Davies, Chat. Team of the Year. Holy shit.
Bitte sei frisch, bitte sei frisch. Bitte sei frisch, Digga. Ich hab es einfach gekauft. Bitte sei frisch, ich hab einfach gekauft, Digga. Yeah, ein komplett frischer, günstigster. Let's go. Let's go, man. Für diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben, das ist das Godlike-Team für die letzten Spiele der Weekend League. Wir stehen 15-3. Wir haben eben Marco Reus gemacht. Ich bin gespannt. Der wird heute auf der 10 spielen. Also wirklich ganz verrücktes Team, muss ich sagen. Wir haben den Jungen zurückgeholt, ganz frisch. Ich habe darauf geachtet, dass er frisch ist. Ryan Kent wird heute im Sturm mit Atal hoffentlich rasieren. Dann haben wir die Doppel-Mittelfeldspieler mit Renato Sanchez und Rooney. Ich werde Renato die 8er-Position geben. Weil er 5 Stellen Bigfoot hat und links spielen kann. Wir haben uns Team of the Year Davis geholt. Also wirklich, seine Stats sehen beängstigend aus. Der wirklich krasse Stats. Bin echt gespannt, wie er ist. Tavernier haben wir noch. Die Bank auch wirklich nur Legenden. Palacio, Gervinho, Ramos, Ronaldo. Kleine Pause vielleicht. Und dann würde ich sagen, ja, schnacken wir nicht so lang. Wir gehen rein, Chat. Cracked, wirklich ein cracktes Team ist das. Junge, kommt direkt mit Miera und Kräuf und sowas an. Was ist das denn, Alter? Ja, moin, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ryan fucking Kent. Wo hat er den auseinandergenommen? Was ist ein Pass von Ken? Atal? Oh mein Gott, ey, das ist. Ey, oh mein Gott, was ist das für ein Team, Chat? Oh mein Gott, Digga. Dieses Team ist zu stark, die Jungs, sag ich so, das ist. Reus, schöner Versuch, Digga. Alter, was ist das denn? Da kommt Glück dazu, Alter. Stark Davis, schwach Davis. Oh. Ey, wie krank ist das Team, was er Reus und Pass spielt? Crackhead, Alter, Junge, Alter. Yeah, komm, lauf, Ren, Kent, lauf! Ja! Junge, Kent! Hat einfach Angst vor Kent! Verbeug dich vor Kent, Junge! Sit down! Der nächste Gegner, der darf sich gegen das Godlike-Team stellen. Mr. Meta, Jungs. Ja, das sind wieder die typischen Spieler. So beweglich! Oh, Junge, der ist der Beste, Jungs! Boah, da waren wir so schnell. So schnell, der Junge. Guck mal, er läuft mir nur hinterher wie so ein Crackhead. Ey, das Team, ey. Was macht Marco Reus da auch noch? Was ist ein Finish? Digga, Tavernier und Ken haben einfach 100% Chemie. Wie hat er den Ball so korrigiert? Ich wüsste, er hat ihn korrigiert für mich perfekt. Okay, nächster Gegner, Chat. Ja, ist nice. Das Team sieht krass aus. Ach, dann 3 Stellen Skills? Wusste ich nicht. EA will mich ficken, Digga. Sagst du, das EA will mich jetzt ficken, Alter. Guck jetzt, das Tor kommt jetzt direkt. Kommt wieder Bounce-Tor. EA will wieder spannend machen. Guck, ich schwöre, ich fick das Spiel. Guck dir das an, Alter! Ah, du Idiotensohn. Egal, ich hab die letzte Chance, Chat. Elfmeterschießen, nur ich gewinne das. Ryan Kent ist der beste Spieler der Welt. Oh, oh, oh mein Gott.
Oh mein Gott, ist diese Karte so gut, Alter. Wieso ist sie so gut, Alter, Jungs? Oh mein Gott, Digga, Ryan fucking Kent, Alter. Nächstes Spiel kommt, nächstes Spiel, Chat. Nächstes Spiel, Cantona, Puskas, Vieira, Außenverteidiger als Innenverteidiger. Atal, ah nein, der Atal-Chat, nein. Oh mein Gott, der hat auch Atal. Okay, jetzt wird's schwierig. Das ist halt die Definition von schwitzen und langweilig. Was soll ich machen? Ich gebe mein Bestes, ich kann nichts machen. Er spielt langweilig, ich kann nicht alles machen, Chat. Er deckt einfach alles zu immer. Guckt euch das an, das ist die Definition von langweilig, Digga. Abseits, bitte, abseits. Das gibt's nicht, Chat. Team Kabit. Alter! I know you're gonna hate this. Alhamdulillah, I'm gonna smash your boy. Ey, einfach Kabit als Gegner, Chat. Ich hab Kabit als Gegner. Hat er gut gemacht, scheiße. Ah, aber gut gemacht. Shit, man. Alter, ein Abonnent gönnt doch Sieg dann auf korrekt. Ich bin doch auch Kabit-Fan. Ich liebe Kabit über alles, Bruder. Ich bin auch Kabit-Fan. Aber das ist nicht so ein langweiliger Cracker, der kann wirklich, glaube ich, FIFA spielen. Nein, 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 gönn dich, nein, 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 du Cracker, nein, 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 nein. Oh mein Gott, es war Spaß, Bruder, nein, 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 nein. Ja, Jungs, so will ich nicht gewinnen, Chat, nicht gegen so einen Ehrenmann, Chat. Komm, jetzt spielen wir ab, jetzt spielen wir einfach normal, komm, let's go. Spiel einfach normal, wer gewinnt, gewinnt, Bruder. Ja, ist besser, ist einfach besser. Geht irgendwie gerade gar nichts, Chat. Ja, GG, man, das war's. Nein! Hey, Bruder, mach nicht, Digga. Ich krieg eh keinen Sieg dann. Krass, Digga. Krass, ey, ohne Scheiß, was ein krasser Typ. Also, ich guck mal gleich, ob der nicht vielleicht sogar Elite 1 Spieler ist oder so. Keine Ahnung, oder vielleicht Elite 2. Er gibt mir den, krass, Digga. Also, sowas hab ich noch nie gesehen, Chat, ne? Was ein krasser Ehrenmann. Ohne Scheiß. Sowas hab ich noch nie gesehen, ey. Krass. Yo, 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 was geht, Brudi? Hallo? Hallo, hallo. Alter Bruder, warum hast du mir den Sieg gegeben? Brauchst du den nicht mehr oder was geht hier ab? Der Elite 2 lohnt sich eh nicht, also. Ah krass, ey, ich hab kein Land gesehen gegen dich, ne? Johannes war das. Johannes, by the way, Punkt by the way. 4 war das, ne, am Ende. Ja. Ja, Jungs, lass mir da auch ein Follow da auf Insta auf jeden Fall. Gut, Jungs. Wünsch dir was? Und ja. Bis zum nächsten Mal, Brudi, ne? Haust rein, ciao, ciao. Schönen Stream noch. Danke dir, Brudi. Haust rein, ciao, ciao. Ja, aber es kommen auch echt nur noch Crackheads, ne? Nur noch Crackheads, Digga. Wieder ein geisteskrankes Team. Ein Team spielt auf einmal wie Scheiße, Chat. Muss mein geisteskrankes Team hin, Chat. Abseits, bitte abseits, sonst bin ich am Arsch. Ich bin am Arsch, Chat. Guck mal, was passiert hier, Chat? Chat, was ist los, Digga? Guck dir das an, ey, mein Game ist tot auf einmal. Geht nix, Chat, es geht einfach nix gerade. Maybe doch. Walker, bitte Walker. Bitte Walker. Der Kräuf ist so schnell, Alter. Ja, kann man nichts machen. Warum ist der Kräuf schneller als Walker, Chat? Kennt irgendwo das Herz. Kennt das Herz, Chat! Elfmeter! Yes! Ja, Mann! Glück ist noch auf meiner Seite, auch noch! Puh, auch kunterbunt, Chat. Digga, Inaki Williams in der Verteidigung, Kappa. Bitte, weil ich schon wechseln. Mann, so einfach, Mann. Ich schwör's dir, warum ist das so einfach, Chat? Komm, Reus. Stark, wichtig, Mann. Komm. Was soll ich denn machen? Elfmeter, Mann.
dir diese Scheiße an, Mann! Ey, jetzt reicht doch langsam! Wie kann das kein Elfmeter sein, Mann? Guck dir das an! Ey, ich schwör bei Gott langsam! Ey, das kann nicht sein! Wie der gepusht wird, Mann! So ein Handicap, ey! Er gibt wieder keinen Foul! Er gibt wieder keinen Foul, Alter, Jungs! Ey, das spielt mir das so langsam nicht mehr ein! Guck mal, was passiert! Oh mein Gott, Chat! Komm mal, mein Spieler! Oh mein Gott, ich kann... Ich schwör's dir, ich kann nichts machen, Alter! Kann nichts machen, ich stehe genau vor dem, will reingehen. Ich werde wie ein Magnet weggedrückt. Wie ein Magnet. Wie ein Magnet. Und wieder dieselbe Scheiß-Skill-Move. Einfach rein, einfach in mich rein, in der Hoffnung. Wieder kein Foul! Hey! Hey, guck mal, er kann machen, was er will, einfach! Ey, das kannst du nicht gewinnen! Du kannst es nicht gewinnen, Chat! Du kannst das einfach nicht gewinnen! Alter! Statt zu Rooney! Zu Rooney, guck mal! Da haben wir die einmal erwischt! Da haben wir die einmal erwischt, Jungs! Wir haben die erwischt, Chat! Guck mal! Wir haben die erwischt! Statt, guck mal! Wohin ziele ich denn? Zu Rooney! Wo ist es näher? Zu Rooney oder zu den da hinten, Chat? Zu wem ist es näher? Zu Rooney oder zu den da hinten? Davon rede ich die ganze Zeit, Chat! Dass sie meine Pässe korrigieren! Jetzt habe ich sie erwischt! Jetzt habe ich sie erwischt! Weil im Spiel sieht man das ja nicht! Aber zu wen ist es näher? Zu Rooney oder so? Den da, zu Tavernier? Oh, guck mal, wie sie mir anwählen. Das ist so geisteskrank. Oh, guck mal. Guck mal. Das meine ich. Ich konnte das Spiel nicht gewinnen. Guck mal. Guck dir das mal an. Das meine ich. Bei denen geht alles flüssig durch die Füße, damit die ihn perfekt mitnehmen. Bei mir, ich muss sie um jeden Ball, um jede Bewegung kämpfen. Guckt euch das an. Das ist so geisteskrank. Unfair, Mann. Wie soll man so ein Spiel gewinnen? Und guck mal, er baut sofort zu ihm und wieder, ey, was hab ich? Das ist das krasseste Spiel, was ich je gesehen habe von Scripting her. Guck mal, er kann gar nicht durchgehen, Gewalt, guck mal. Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh! Oh! Oh mein Gott! Magnet, guck mal, wie ein Magnet. Nicht, dass es durch meinen Fuß geht, er muss wie ein Magnet durch den anderen Fuß auch noch gehen. Guck mal, Chat. Guck mal, wie, erst durch den Fuß und dann guck mal jetzt wie ein Magnet. Guck mal, er muss durchgehen. Guck mal, normalerweise, wenn es physikalisch normal ist, was wird passieren? Weil, Chat, er wird dann an der Linie abprallen. Das ist das krasseste Spiel, wenn jetzt Leute wirklich sagen, es gibt keinen Betrug in dem Spiel. Ich weiß nicht, was ich euch noch zeigen soll. Alter, guckt euch das an, bitte, Chat. Also, wenn jetzt wirklich nicht Leute glauben, dass das Spiel manipuliert ist, dann weiß ich nicht mehr, was ich zeigen werde. Erstmal durch den Fuß. Und selbst wenn das ein Animationsfehler ist, was viele sagen, ist es ein Animationsfehler. Es gibt kein Skript, es gibt kein Momentum. Die sagen, es gibt ein Animationsfehler. Okay, es ist ein Animationsfehler. Aber guck mal, normalerweise müsste der Ball jetzt abprallen und sozusagen die Linie lang gehen. Und guck mal, wie jetzt der Ball Fahrt aufnimmt in Richtung meines Tor. Guckt euch das an. Wieder Fahrt aufnehmen, komplett. Komplett Fahrt aufnehmen. Gegen alle Gesetze der Physik. Guck mal. Er prallt sich ja gegen ab. Und er dreht sich aber ohne. Es wird ihn reinziehen, den Ball. Wie ein Magnet. Digga, das ist so krass. Also, so ein Spiel hatte ich schon. Ey, ich konnte das Spiel nicht gewinnen, Mann. Nur ein anderes kann das Spiel gewinnen. Guckt ihr das an. Guckt euch das doch zum Beispiel an.
Ich konnte ihn nicht anwählen, aber die Uhr macht auch nichts. Alter, das ist so geisteskrank. Guck mal das Tor an, Chat. Guck euch das Tor an. Guck mal, was mein Walker macht. Guck. Er steht einfach und guckt den Ball hinterher. Guck mal, auch hier wieder. Guck mal, hier, was hier passiert. Hier auch. Guck euch, wie ich das gesagt habe, Chat. Guck, was hier passiert. Guck, achte drauf, was hier passiert. Was hier passiert, wieder Durchsichtglitch. Jeder andere würde hier einen Fuß rausholen. Guck mal, Jungs, guck euch das an. Hier, Fuß, Fuß rein. Guck, was mein Spieler macht. Guck, was mein Spieler macht. Er wird wie ein Magnet. Ich rede ja von Magneten immer, dass ich weggedrückt werde bei Zweikämpfen. Guckt euch das an. Das ist wie ein Magnet. Guck, als hätte ein Sanchez um sich um einen Magnet. Und er drückt meinen Spieler weg. Guck. Guck. Das macht gar keinen Sinn. Er kann gar nicht so gehen, mein Walker. Guckt euch das an, bitte. Guck euch das an. Alter, was der Walker macht, er müsste eigentlich stehen bleiben und Sanchez umhauen. Guck mal, ich gehe mit Vollspin auf ihn drauf und er kann gar nicht so weggedrückt werden. Aber ich rede ja von Magneten immer, Chat. Guck mal, wie ein Magnet wird meiner weggedrückt. Ey, das ist so, jedes Tor so. Das habe ich gebraucht, glaube ich, um mich gar nicht mehr aufzuregen über FIFA. Ist das ein Abonnent oder was? Was machen wir jetzt, Bruder? Das Ding ist, wenn ich den Sieg jetzt gebe. Krass, Digga, das ist echt ein Abonnent. Ey, Jungs, das ist so traurig, Digga. Ich schaffe mit sowas nicht mehr Gold Elite dann. Hättest einfach weiterspielen sollen, Brudi. Das ist echt korrekt von dir, ich weiß. Das ist echt korrekt, echt. Aber eigentlich unnötig. Ja, Alter, wieder so ein. Warum schenkst du mir? Brauchst du nicht mehr den Sieg, oder was? Nee, ich brauch nicht mehr. Ja, gut, aber korrekt von dir, ne? Echt korrekt, dass du. Hast du Twitch, kein Ding. YouTube oder so, streamst du oder Instagram? Ja. Also, ich heiße Noah King 04, alles zusammengeschrieben. Noah King 04, also wer den Ehrenmann Follow da lassen will, Chat, auch ein richtiger Ehrensupporter, wie gesehen. Korrekt auf jeden Fall von dir, ne? Keine Ahnung, scheiß drauf, Digga. Oh mein Gott, Chat, ich schwör's dir, es reicht doch, Mann! Das Prinzip ist jetzt. Gut Job, du Stück. Das ist ein guter Job, Digga. Geht weg, Digga. Ja, quitt lieber. Ey, krass. Krasses Team. Okay, letztes Spiel. Ein krasses Schwitzer-Team. Boah, stark, Erteil. So unnötig und dann so ein Unmutball, ey. So lächerlich, Digga. Ich hätte einfach abbrechen sollen, Digga. Das heißt, ich hätte einfach abbrechen. Das hat mich jetzt noch mehr aufgeregt, Digga. Jetzt im Nachhinein.